Ey Leute, Peace, euer Wizard ist wieder da mit heute mal ein spezielleren Video. Es ist eine Mischung aus ein Kommentiershow und einem Giveaway für meinen aktivsten Fan, Tottenham Fan. Und warum ich ihm was schenken will, falls er es will, was ich nachher auch zeigen werde, ein Teil von der Überraschung, ist wegen diesen Kommentaren, die er hinterlässt, weil er wirklich dabei ist in der Community und regelmäßig kommentiert und sich auch die Mühe macht, meine Videos anzuschauen, und das interessiert ihn auch. Darum werde ich ihn, eigentlich war ja mein Merch noch geheim blieben, ich habe zwar zwei Pullis von meinem Merch, einen behalte ich immer selber und einen XL Pullover gebe ich weg, mit zwei anderen Überraschungen, aber kommen wir dazu später. Jetzt lese ich euch erstmal das Kommentar vor. Boah, krasses, wozu unser Gehirn in der Lage ist. Ich glaube fest daran, dass es den damaligen Propheten so ähnlich ergangen ist wie dir. Wahrscheinlich waren Jesus, Abraham und alle Schizophrenen. Als du das erzählt hast, bekam ich Gänsehaut. Es ist wirklich schwer vorzustellen, wie man sich dabei fühlt. Aber umso mehr freut es mich, dass du wieder raus bist aus der Psychose. Bleib weiterhin stark und kämpf weiter. Du weißt gar nicht, wie viel Menschen du Kraft gibst. Du könntest vielen Leidenden zeigen, dass man es schaffen kann. Wann kommt die nächste Storytime? Ah, das wird noch dauern. Und ich gehe auch gleich auf das mit den Propheten ein. Ich bin sehr gespannt drauf. Wenn du ein Video hochlädst, lasse ich alles stehen und liegen, damit ich es mir anschauen kann. Ha, freue mich schon auf dein nächstes Projekt, die hoffentlich bald kommen werden. Also das Kommentar hat mich richtig berührt, wie es gewesen ist. Ich hätte fast eine Freudenträne vergossen. Und er hat ein weiteres Kommentar geschrieben. Aber ich will jetzt nicht die ganzen Kommentare, weil Dynamics und so ist auch ein guter Abonnent. Der schreibt auch immer wieder Kommentare, aber so welche präzisen Kommentare könnt ihr selber suchen. Ich werde jetzt nicht das andere auch noch vorlesen. Auf jeden Fall das mit den Propheten, dass die vielleicht schizophren waren, da werde ich ein extra Video machen, weil das habe ich mir wirklich schon einmal gedacht. Und da können wir ein bisschen philosophieren, vielleicht auch einen Livestream. Mal gucken, es werden noch viele Projekte kommen, aber jetzt auf jeden Fall mal, falls du Bock hast, kannst du diesen Pulli hier gewinnen, also schön zusammenfaltet, er war schön zusammenfaltet, ich habe auch einen und das ist ein exklusives Stück, weil ich nur zwei anfertigen habe lassen, einen für mich und einen zweiten XL, das hat mir nichts gekostet, da habe ich einen zweiten XL Pullover anfertigen lassen und jo, wenn du Bock hast auf das Merch-Paket Tottenham Fan, einfach mir persönlich schreiben, deine Adresse. Und ich werde auch nichts leaken, ein bisschen schreibst du mir da privat, und weil ich will ja auch nicht, dass meine Adresse geleakt wird, ich tue ja quasi meine Adresse mitsenden, als Absender logischerweise. Also falls du Bock auf den Pullover hast, schicke ich dann gerne, und wenn du keinen Bock drauf hast und du denkst, brauche ich nicht wirklich, dann hebe ich ihn noch auf für irgendwen, der ihn will. Aber es ist ein Angebot auf jeden Fall. Wenn du Bock hast, schreib mir einfach. Und ja, wenn mehr Kommentare sind, werde ich eine bessere Kommentare schon machen, weil Dynamics hat zum Beispiel geschrieben, dass froh ist, dass keinem was passiert ist und dass mir nichts passiert ist, war auch super nice, aber dieser Tottenham, wenn du schreibst echt Kommentare, die einen motivieren, richtig motivieren, dass man das macht. So welche Fans wie du machen einen YouTuber erst groß. Auch wenn ich noch klein bin, das bedeutet mir schon sehr viel, aber aktive Zuschauer, Abonnenten, die wirklich regelmäßig Kommentare schreiben, so wird ein Kanal aufgebaut. Und ich werde öfter Giveaways machen, aber das erste will ich für Tottenham-Fan machen, weil der schreibt echt schöne Kommentare. Also nicht, dass die anderen keine schönen Kommentare schreiben, aber die haben mich dann wirklich berührt, ne? Und da ist man dann richtig motiviert. Naja, das war's wieder, Leute. Also, wenn ihr auch so ein Pullover wollt, vielleicht werde ich irgendwann mal einen Shop draus machen. Aber jo, dann kann man es kaufen. Aber fürs Erste lasse ich es als Unikat quasi. Aber schauen wir, was es in Richtung 100 Abonnenten gibt. Da kann man vielleicht noch mehr machen mit anderen Designs auch. Das ist nur mal Probedesign. Also eigentlich das Hauptdesign, aber es kommen noch mehr geiler Schritte einfach. Also, yo. Also, ich ziehe den kurz mal an. Das ist eh nicht der, den ich da schicke. Den behalte ich mir selber. Dass ihr nochmal wisst, wie das aussieht, der krasse Pulli.
der krasse Bulli, Alter. Ich finde den ziemlich geil. Und im Prinzip ist er Werbung für mich, dieser Pulli. Also, ich sag's gleich, ich habe normal XL beim Pullover, aber der gehört fast XL, weil er einfach so geschnitten ist. Aber jo, jetzt habe ich einmal den XL Pullover zum Weggeben. Ja, passt mir zumindest, aber jo, weil ich wirklich den Shop aufmache, immer eine Größe. Größer bestehen als das normale, weil das ist. Ich meine, es geht, aber es drückt ein bisschen. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, liebe Leute. Gar nichts. Es geht nur um das Giveaway heute. Danke für dein Abo, für dein Interesse und danke für... Jetzt weiß ich nichts mehr. Auf jeden Fall danke. Namaste, liebe Freunde, und ich bin out. Ciao.